In den beiden bisherigen Filmen über das Baptisterium wurden die drei Bronzeportale und Außenansichten wie die Fassade dargestellt. Thema dieses Films ist der Innenraum mit dem ersten Teil des grandiosen Kuppelmosaiks. Der Zugang durch das Südportal. Der achteckige Innenraum verbindet Raum- und Formvorstellungen der Antike und des Mittelalters. Er zeigt Elemente sowohl des römischen Pantheons als auch der achteckigen Pfalzkapelle in Aachen. Dass der Grundriss achteckig ist, hat eine bestimmte symbolische Bedeutung. Jesus war am Tag nach dem Sabbat, dem achten Schöpfungstag, auferstanden. Die Zahl 8 war daher in der mittelalterlichen Theologie die Zahl der Vollendung. Gleichzeitig ist der Tag der Auferstehung ein Neubeginn. Als Symbol für diesen Tag verweist die Zahl 8 daher auch auf die Taufe als Neubeginn des Lebens in der christlichen Gemeinschaft und als ersten Schritt hin zur ewigen Seligkeit. Beherrscht wird der Innenraum der Taufkirche durch das gewaltige Kuppelmosaik. Etwa 1260 vom Franziskaner Jacopo da Torrita aus Venedig begonnen, dauerten die Arbeiten mehr als 60 Jahre bis zur Fertigstellung um 1325. Über einem Durchmesser von nahezu 26 Metern entstand einer der imposantesten Mosaikzyklen des Abendlandes. Mit mehr als 1000 Quadratmetern wahrscheinlich die größte zusammenhängende Mosaikfläche aller Zeiten. Der venezianische Mosaikstil des Jacobus Ateliers war byzantinisch geprägt. Dennoch flossen schon zu Beginn der Arbeiten auch westliche Vorstellungen in die Gestaltung ein, was sich später durch die Beteiligung Florentiner Künstler wie Cimabue, Coppo di Marco Valdo und Giotto noch verstärkte. Das Mosaik ist in konzentrischen Ringen aufgebaut. Der oberste Abschnitt rings um die Laterne, das Velum, hat die Form eines Pavillons mit 16 konkaven Seiten und erinnert an ein Himmelszelt, das die Kuppel bekrönt. Seine nächsten Analogien hat er in den fächerförmigen Velen römischer Apsismosaiken. Er ist mit zahlreichen schmückenden Motiven von symbolischer Bedeutung gesäumt. Delfine, Akanthusbüschel und Zweiergruppen verschiedener Tiere bilden Flora und Fauna des himmlischen Paradieses als einem Ort ewiger Glückseligkeit, der nur durch die Taufe erreicht werden kann. Prächtige Pfauen, die zu den Paradiesvögeln zählen, verkörpern Schönheit und Vollkommenheit und sind ein Symbol für das ewige Leben. Zu sehen sind auch Büffel, Wachteln, Kühe, Perlhühner, Hammel, Kraniche, und Hirsche. In Psalm 42 heißt es, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Das frische Wasser ist das Wasser der Taufe, in dem der Gläubige zu göttlichem Leben geboren wird. In der Dekoration von Baptisterien sind daher häufig Hirschdarstellungen zu finden. Das himmlische Paradies ist ein Ort der Erlösung, in dem Gott zwar nicht physisch, aber symbolisch erscheint. Er wird symbolisiert durch das Licht, das durch die Laterne hereinströmt und den ganzen Raum flutet. Auf der Ebene unter dem Velum sind der Schöpfer und die Engelschöre dargestellt, gegliedert in 9 Hierarchien. Die Angeli, die Boten, sind die rangniedrigsten Engel, ganz unten zu sehen. Als Eilboten schreiten sie heftig aus. Dabei haben sie die Aufgabe, Botschaften den Menschen zu überbringen, denen sie zugeordnet sind.
Überraschend ist die intensive Farbigkeit ihrer Darstellung, die sich erst bei nahem Heranzoomen erschließt, da die Farben von unten gesehen durch den Goldglanz überstrahlt werden. In der rechten Hand halten sie eine Staffette, so wie sie von Eilboten getragen werden, in der linken eine Botenrolle, das heißt ein zusammengerolltes Pergament mit einer Botschaft. Die Arkangeli, die Erzengel, stehen einen Rang höher in der achten Hierarchie. Während die gewöhnlichen Engel für die einzelnen Menschen verantwortlich sind, sind die Erzengel jene Boten, die weitreichende göttliche Beschlüsse überbringen, die für Gemeinschaften oder ganze Völker von Bedeutung sind. Entsprechend ihrem höheren Rang sind ihre Gewänder weitaus prächtiger als die der Engel. Die Principatus, die Fürstentümer, stehen in der siebten Hierarchie und tragen eine Lanze mit der österlichen Siegesfahne. Sie haben die Aufgabe, die Menschen vor Gefahren zu schützen, die den Kern ihrer Persönlichkeit bedrohen. Ihre Gesichter sind in faszinierender Farbigkeit gezeichnet, was aber nur aus nächster Nähe erkennbar ist. In der sechsten Hierarchie stehend tragen die Potestates, die Mächte, byzantinisch gerüstet, Panzer und Helm und sind mit Schwert, Lanze und Schild bewaffnet. In einer Form befindlich, die sie schützt, haben die Potestates die Aufgabe, den menschlichen Leib, die Rüstung des Menschenwesens vor äußeren Gefahren zu schützen. Gleichzeitig sind sie Bewahrer der Ordnung der Schöpfung, aber auch Vollstrecker göttlicher Strafen. Werden die Potestates, die Mächte, auch als Geister der Form bezeichnet, so nennt man die Virtutes, die Tugenden, auch Geister der Bewegung und des Bewirkens. In der fünften Hierarchie und damit in der Mitte des Engelsregisters stehend, sind sie insbesondere für die Ausführung derjenigen göttlichen Werke zuständig, die außerhalb der üblichen Ordnung der Natur geschehen. In dieser Funktion führt jeder von ihnen einen Exorzismus, eine Teufelsaustreibung durch. Seit frühchristlicher Zeit bereitet ein Exorzismus die Taufe vor. Die Macht über das Böse, die das Bild den Virtutes zuschreibt, verweist gleichzeitig auf die Macht bzw. Vollmacht der Kirche über das Sakrament der Taufe. Die Dominationes, die Herrschaften, stehen in der vierten Hierarchie und werden auch Geister der Weisheit genannt. Sie repräsentieren das höhere geistige Gesetz, dessen Herrschaft alle unterworfen sind. Von den höheren Hierarchien empfangen sie Befehle und Impulse, die von ihnen so umzugestalten sind, dass es in das Gegebene hineinpasst. Die Throni, die Throne, stehen im dritthöchsten Rang und empfangen von den höchsten Hierarchien die göttlichen Weisheiten und Ziele, um sie in die Wirklichkeit umzusetzen. Sie tragen eine Mandorla, welche in der byzantinischen Tradition den göttlichen Thron symbolisiert. Links und rechts vom Pantokrator sind oben die Seraphim in Rot, darunter die Cherubim in Blau dargestellt. Nicht menschengestaltig, sondern als sechsflügelige Antlitze. Als ranghöchste Engel stehen die Seraphim Gott am nächsten. Durch ihr direktes Anschauen des Göttlichen erglühen sie in Liebe. Sie entflammen den Menschen zum Aufstieg in die Gottartigkeit.
Sie nehmen die höchsten Ideen und Ziele eines Weltensystems entgegen aus der Trinität. Die Cherubim, die im zweithöchsten Rang stehen, sind die Geister höchster Weisheit, die in ausführbare Pläne umzusetzen verstehen, was ihnen angegeben wird von den Seraphim. Die Abbildung des Pantokrators im Kreis des Engelsregisters entspricht der klassisch-byzantinischen Komposition der Hauptkuppel. Der typisch byzantinische Knoten im Gewandzipfel. Nach byzantinischer Konvention war der Blick ursprünglich zur Seite gerichtet, um Abstand zum Betrachter zu wahren. Später hatte man versucht, das zu korrigieren, was offensichtlich aber nur beim linken Auge gelungen ist. Christus zeigt einen Kodex vor, in den die Worte eingeschrieben sind: Creavi gleich Creavit, Deus Angelos, Gott schuf die Engel. Nach Überzeugung der Katharer, einer damals weit verbreiteten Ketzerbewegung, bildeten die Engel und die Seelen dagegen Teile der Substanz Gottes, weder Schöpfung noch dem Schöpfer nachgeordnet, sondern von allem Anfang an existent und mit Gott identisch. Nach der kirchlichen Lehre war zu unterscheiden zwischen der geistigen Schöpfung, der Engel und Seelen, und der körperlichen Schöpfung, der Welt. Wenn der Florentiner Pantokrator ausdrücklich als Schöpfer der Engel auftritt, so soll damit verdeutlicht werden, was die katholische Gottesvorstellung von der katharischen unterscheidet. Im Lichte einer riesigen Aureole thront Christus als Weltenrichter auf dem Regenbogen, dem Zeichen seiner göttlichen Herrlichkeit. Die Gewandbildung mit ihren kunstvollen Faltenzügen und dem Kontrast zwischen roter und blauer Farbgestaltung und glänzenden Goldanteilen ruft eine plastische Wirkung hervor. Der Kopf des Judex war nach byzantinischem Vorbild zunächst mit leichter Seitenwendung gezeichnet, dann aber frontal gedreht worden, um romanischen Christusgesichtern zu entsprechen. Christus trägt als Untergewand ein rotes Chiton und als Obergewand ein blaues Himation. Rot für die Menschlichkeit und blau für die Göttlichkeit. Durch die Frontalisierung ist der Abstand von der Nase zum linken Ohr größer als zum rechten. Christus zeigt die Wundmale an Händen und Füßen, was in Erinnerung ruft, dass er sich für die Erlösung der Menschen geopfert hat. Wird aber das Opfer Christi in den Vordergrund gestellt, dann ist Thema des Weltgerichts nicht so sehr der Gedanke der Gerechtigkeit, sondern der Gnade in Form von Erlösung und Vergebung der Sünden am jüngsten Tag. Durch die Opfertat werden die Menschen erlöst. Aber erst durch die Taufe wird die Teilhabe am Corpus Mysticum Christi, das heißt an der Kirche, herbeigeführt. Die Taufe ist damit eine grundlegende Voraussetzung für die Erlösung am jüngsten Tag.
Nur durch die einzig wahre Kirche kann die Taufe erteilt werden. Mit dieser Aussage wollte die Kirche damals ihr Sakramenten- und Heilsmonopol bekräftigen, wozu sie sich unter dem Druck der beängstigend erfolgreichen Häresien, insbesondere der katharischen Irrlehre, genötigt sah. Der Konnex von Opfertat, eucharistischem Sakrament der Taufe und Vergebung der Sünden am jüngsten Tag kann deutlicher als im Florentiner Weltgerichtsbild kaum formuliert werden. Die Engel links und rechts oben vom Richter tragen die Leidenswerkzeuge, was ebenso wie die Wundmale den Opfergedanken betont. Der erste Engel links trägt das Kreuz, auch ein Hinweis darauf, dass das Baptisterium als wichtigste Reliquie ein Stück des wahren Kreuzes besaß, ein Geschenk Karls des Großen an die Kommune. Der vierte Engel trägt die Dornenkrone. Der letzte Engel die drei Nägel. Die beiden Engel direkt neben Christus blasen die Posaunen zum jüngsten Gericht. Die Reihe der Engel mit den Leidenswerkzeugen setzt sich zu Rechten von Christus fort. Der erste Engel rechts hält einen Kelch. Die Engel dahinter Geißel, Lanze und Schwamm. Der Kelch symbolisiert die Leidensgeschichte Jesu. Bezeichnend ist seine vergebliche Bitte: Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Hier der Engel mit der Geißel. Am Ende der Reihe der Engel mit Lanze und Schwamm. Unter den Engeln mit den Leidenswerkzeugen sind links und rechts vom Judex die Apostel abgebildet, als Beisitzer des jüngsten Gerichts. Links Johannes der Täufer, rechts der Apostel Matthäus. Johannes der Täufer galt auch als Vorläufer Christi. Von links die Apostel Thomas und Bartholomäus. Die Apostel Matthias, Jakobus der Jüngere und Thaddäus.
Das hinter der Thronbank der Apostel eine Engelsgarde Aufstellung genommen hat, gehört zur byzantinischen Konvention. Die Apostelreihe setzt sich zu Rechten von Christi fort. Hier von links Simon, Philippus und Andreas. Es folgen die großen Apostel, Jakobus der Ältere, Johannes und Petrus. Direkt neben Christus thront Maria. Maria und auf der anderen Seite Johannes der Täufer haben beim richtenden Christus die Rolle von Fürsprechern der sündigen Menschheit. Die Ausschmückung der Kuppel war ein absolutes Prestigeprojekt. Nichts war zu teuer und zu gut. Namhafte Künstler wurden engagiert. So entstand eines der prächtigsten und gewaltigsten Gesamtkunstwerke aller Zeiten.